Die wichtigste Übung im Taijiquan ist das sogenannte Qi Shou. Auch die schwerste. Jetzt kann man sagen, kannst du kein Qi Shou, kannst du kein Taijiquan. Um das zu testen, ganz einfach. Jemand hält eure Handgelenke fest und ihr versucht eure Hände halt zu heben. Problem dabei ist halt, wenn ihr die Hände hebt und sagen wir, der andere spielt jetzt nicht ganz mit, ne, jetzt spiel mal mit, ne, ihr seid raus. Mit Gegendruck funktioniert das Ganze nicht so einfach. Ja? Das heißt quasi, dass die Idee von Qi Shou ist keine Einbahnstraße. Ja, etwas hochhebe und dann bewege. Ich muss ihn erst aus der Balance bringen. Ja? Das heißt, er gibt Druck, dass ich mich nach oben bewegen kann. Also bringe ich ihn in diese Position, knapp wieder hoch. Runterzieht, eins, zwei, ganz simpel dasselbe. Er zieht, das Konzept bleibt immer dasselbe.